war nun so ein Spähtrupp. Big Boss, wieso ist das nichts Neues? Bengershof. Die 5 scheidet völlig aus. Bengershof ist das Weidenplateau. Ja, auf dem Weidenplateau müsste ich eigentlich echt haben. Chieftain, das ist eine total lustige Idee irgendwie. Ich gehe noch kurz zu Xardas, gucken, ob ich die habe. Falls ich die habe, gehe ich mal zu Banger. Banger. Der hat eine Brücke gebaut, als ich weggeguckt habe. Als ich offline war, hat der eine Brücke gebaut. Weil es könnte halt auch sein, dass ich vor Verwirrung die Typen bei Xardas nicht gelootet habe. Oh, dein Ernst? Wie konnte ich die übersehen? Zwei wäre zu wenig. Vier wäre zu viel. Da ist nichts zu. Man sollte bis 3 zählen. Genau bis 3. Einfach nur super. Ja, ne? Chief ist gerade voll strange. Ich hätte wirklich schwören können, dass ich die auf jeden Fall habe. Aber na gut. War offenbar nicht so. Meinen Sie das anders? La, la. Stimmt, Lester. Ja, kann ich gleich machen. Porte mich dann dahin. Müssen sowieso noch irgendwie an den letzten verbleibenden Blutkelch. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Ich kann ja nicht einfach die Diebesgilde am Leben lassen, aber ich kann auch die Quest nicht unerfüllt lassen. Und ich brauche Taschendiebstahl wegen eines Schlüssels. Keine Ahnung, sag du es. Jetzt, wo die. Aber und. Ja, keine Ahnung, die Quest ist verbuggt oder so. Das ist wirklich nicht mein Problem. Wie stellt sich das alles ein? Ich habe das Hauptquartier der Orks ausfindig machen können. Der oberste Kriegsherr ist gefallen. Ja, aber das sind hab ich doch. Alle Achtung! Wenn wir noch mit... Hier! War das jetzt die Quest? Nee, das war nicht die Quest. Ich soll ihm alle bringen, die ich auftreiben kann. Ich soll Hagen alle Ringe bringen, die ich auftreiben kann. Klingt für mich ziemlich eindeutig so, als sollte ich Hagen alle Ringe bringen, die ich auftreiben kann. Wie viele habe ich denn jetzt? Sag mir nicht, dass ich 19... Ach, es sind 20. Es sind 20 Ringe. Jemand wird dafür büßen müssen. Ich könnte dir Sachen erzählen. Ich habe was anderes gehört. Shit, es sind 20 Ringe. Okay, uns fehlt also ziemlich genau, perfekt genau, ein Ring.
Hallo Bloody Shiro. Dies nur für die höchsten Paladine, genau. Das ist eine große Ehre, die heilige Handgranate von Antiochia von Innos persönlich überreicht zu bekommen. Er wirft sie einem gegen den Kopf. Tut ein bisschen weh. Sollte man vorbereitet sein. Also unvorbereitet auf der Toilette kommt das nicht gut. Also. Ja, das ist jetzt ein bisschen scheiße, ne? Bestimmt beim Leuchtturm. Ich habe einen Ring übersehen. Einen einzigen Ring. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Nee, er sucht den scheiß Ring. Den einen Ring. 23 Stück. Ja, aber ich kann Lothagen ja nicht mal einen einzigen bringen. Das war Dishonored 2. Ist auch das erste Wort in der Beschreibung des Videos. Ich wollte zum Tempel. Nee, die explodiert doch nicht, Chief. Das wäre ja albern. Man bringt die ja keinem was. Er wirft sie halt nur mit Schmackes gegen den Kopf, ne? Tut ein bisschen weh. Gibt eine Beule. Aber Innos hat noch... Genau, Innos hat nicht bis 3 gezählt. Innos zählt nicht einfach nur bis 3. Das wäre ihm nicht göttlich genug. Bis 3 zählen ist ohnehin wahrscheinlich nicht politisch korrekt. Und jetzt fragt mich nicht, warum. Ich habe keine Ahnung. Aber irgendjemand wird sich davon zutiefst beleidigt fühlen. Dessen kann man sich sicher sein, egal was man macht. Als ich gesehen habe, dass der Typ da stand, dass der geatmet hat, ne, da war ich direkt getriggert. Also das kann ich gar nicht sehen, wenn einer atmet in meiner Nähe. Gut, also. Mollerat. Okay. Ich habe gehört, wie etwas aus einer Scheide gezogen wurde. Ein Schwert, Mann. Ein Schwert. Ach, ist nur ein Ork-Elite. Dafür habe ich hier noch ein paar Untote gefunden, aber das mit den Ringen scheint echt irgendwie tot zu sein. Wie kommst du darauf? Wieso solltest du Mutterseelen allein hierher kommen? Hier ist nichts. Ich wollte mich nur mal umsehen. Okay, tu dir keinen Zwang an. Willst du ein Stück Fleisch? Ja, gerne. Hier, beste Mole Rat Keule, nach meinem Rezept. Wieso bist du denn hier? Hier oben habe ich meine Ruhe. In der Stadt fühle ich mich immer so eingeengt. Musst du nicht arbeiten? Alles, was ich brauche, organisiere ich mir selbst. Ja, er ist halt voll der coole Typ irgendwie. Kann einen Bogen beibringen, möchten wir nicht mehr lernen.
Das ist, Chieftain, das ist irgendwie so eine Tradition geworden. Also, habe ich ja... Warte. In meinem LP habe ich das in den optionalen Folgen gemacht. Stimmt. Aber Niklas treffe ich eigentlich immer relativ spät im Spiel. Also ich meine, er ist ja auch... Es ist einfach schön, mal hier zu sein. Das hier ist irgendwie eine schöne Gegend. Dieser Berg, der die Stadt überschaut. Ein schöner Ort, um langsam mit dem Spiel abzuschließen. Das Hauptmenü ist ein noch besserer Ort, aber... Naja. Ist ja total normal zu der Zeit des Spiels. Ja, im LP muss es... Kann es erst nach Folge 36 gewesen sein. Zwar wahrscheinlich nach der Hälfte, aber schon relativ früh. Ja, stimmt schon. Relativ früh. Dann gibt es kein System. Letzten Endes ist es auch egal, weil Niklas hat recht. Hier ist halt einfach nichts. Gar nichts. Ich meine, es ist cool, mal hier zu sein, nur hier ist nichts. Bis auf diese tolle Aussicht. Und ich finde, für das fucking Jahr 2002 ist das da echt eine sehr, 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 sehr schöne Stadt geworden. Irgendwie viel stimmiger als so manch andere, die später kamen. Ich will eine Flasche Milch, ein Brot und einen fetten Schinken. Oh, ich überreiche Luxonichinos sehr, sehr gern den Silberschinken. Und vielen, vielen Dank fürs Resubben. Hype! Ich überlege gerade was. Was mache ich denn jetzt? Bengas Hof. Das war ein Vorschlag. Ich habe ja einen Teleport zum Weidenplateau. Pass in Quirinus, genau. Huh? Okay. Hier gab es anscheinend nochmal einen Respawn, seit wir das letzte Mal hier waren. Ich hätte echt schwören können, hier waren wir schon mal. Aber na gut, nee, warum eigentlich? Also, wir porten uns ja immer weg. Stimmt schon. Wir hatten keinen Grund, hier nochmal genauer alles zu durchflügen. Und da ist ein Kerl. Einer. Krangner! Meister, sagen du jetzt Paladin. Meister hatte recht. Meister hatte immer recht. Wir Anführer der stolzen Ork-Armee nun selbst kommen, um großen Paladin zu töten. Hagen werden untergehen mit seinen Mannen. Auch du nicht ihnen helfen können. Den hätte man dann wahrscheinlich getroffen, nachdem man von der Drachenjagd aus dem Minental kommt. Ja, die Stadt ist wirklich göttlich. Also, selten bessere Städte gesehen. Ich finde... Nee, eigentlich habe ich noch nie eine so gute Stadt gesehen. Ich meine, es gibt natürlich die GTA-Städte, ja, die aus GTA 3 und Vice City kann man da zum Vergleich nehmen, weil das dieselbe Zeit war. Die sind auch cool, nur die sind natürlich ein bisschen was anderes, weil man halt nicht jedes Haus betreten kann, weil sie nicht so detailliert sind, weil man nicht mit allen NPCs interagieren kann. Die haben halt weniger Gewicht, Und ich meine, es gibt eine Kanalisation. Wie cool ist allein schon das? Nochmal ein ganzer Layer unter der Stadt selbst. Ist Quirinus denn göttlicher als Innos? Dazu werde ich mich nicht äußern. Nein. Sonst kriege ich wieder eine verdammte Handgranate gegen den Kopf geworfen. Von Innos.
So, jetzt dürfte ich wirklich alle haben, oder? ...23-Ringer-Hype. Ja, in Vice City waren die Autos echt mega langsam. Es gab auch keinerlei Highways oder irgendwelche schnelleren Straßen. Alle Autos sind immer langsamer gefahren, als man laufen konnte. Das ist irgendwie witzig. Ja, die GTA-Städte sind halt, wie gesagt, nicht wirklich vergleichbar, weil es da nicht darum geht, dass du jedes Haus betreten kannst. Was man vergleichen könnte, wären Skyrim-Städte, Oblivion, Morrowind, solche Städte zum Beispiel. Keine einzige ist auch nur annähernd so gut aus diesen Spielen, finde ich. Was man auch noch vergleichen könnte natürlich, wäre hier aus Witcher. Natürlich unfair, weil Witcher ein neueres Spiel ist. Aber die Stadt aus Witcher 3, wie heißt sie nochmal? Weißt du, wie die Stadt aus Witcher 3 nochmal heißt? Dankeschön. Novigrad könnte man vergleichen. Ist auch eine Stadt, die ziemlich detailliert ist, mittelalterliches Szenario. Novigrad ist wunderschön. Wahrscheinlich noch ein bisschen... Ich finde es schon cooler als das hier. Nur das soll auch was anderes sein. Novigrad soll eine Großstadt sein. Das hier soll gewisserweise so eine Mini-Stadt sein, der man aber trotzdem abkauft, dass sie eine selbstständige Stadt ist. Das ist das, was die meisten Spiele irgendwie nicht hinbekommen. In Skyrim, in Whiterun, leben 10 Leute, die so tun, als wäre ihre Stadt gigantisch. Hier leben 100 Leute und tun so, als würden sie in einem Drecksnest wohnen. Und ja, verdammt, das tun sie. Und man glaubt es ihnen. Ist irgendwie cool. Ich wollte zu Lord Hagen. Ich bin völlig falsch. Aber Novigrad ist halt auch echt schön. Das ist nur halt dann wirklich eine große Stadt. Natürlich ist der Vergleich zu Novigrad auch unfair, weil 2015 zu 2002... Naja. So, Lord Hagen. Kann ich. Schade, wir haben alle 23 Ringe und können sie nicht abgeben. Sehr, sehr schade. Ja, er auch nicht. Für welchen den Weg? Kann Böses vertreiben lernen. Ja, das Hauptproblem bei Skyrim ist halt, dass diese Städte so tun, als wären sie mehr, als sie eigentlich sind. Das ist irgendwie... Recht schade. Eort. Bitte nicht. Ja, es ist halt böses Vertreiben. Für den König. Für deine Mutter. Das ist wirklich nicht mein Problem. London aus Tomb Raider 3 ist tatsächlich, finde ich, recht schön. Nur natürlich überhaupt kein Vergleich. Er stellt sich das immer so einfach vor. Das ist doch alles nur Gerede. Ich könnte dir Sachen erzählen. Naja. Gut, alles nur Gerede.
Also, Hagen will die Questbelohnung nicht. Ich hab was anderes gehört. Das ist sehr schade. Cassia will die 6 Blutkelche. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Ich würde sagen, das sind dann Sachen, die wir im nächsten Stream machen. Wir werden im nächsten Stream, ich werde mal zwischenzeitlich gucken, was das für ein Bug ist. Wir werden den letzten Blutkelch besorgen, die Truppe zusammenstellen und dann 6. Kapitel, Ende des Spiels.